Seid ihr herzlich willkommen. Eine aktuelle Liebesorakel. Und ich stelle die drei wichtigen Fragen. Was denkt er, wie fühlt er sich und was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel zu buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Aus der Schweiz 12,50 Euro. Die erste Frage ist, was denkt er, was ist sein Plan? Das sehen wir hier in der Mitte. Er befindet sich in einer Art Transformation. Das sind die Erneuerungsprozesse. Etwas wird er hinter sich lassen. Die neue Ufer ist vielleicht noch nicht sichtbar. Aber er macht Gedanken über diesen Neuanfang. Das wird für ihn sein oder für euch beide wie ein Neugeburt. Und hier sehen wir, er unternimmt etwas und kümmert um die Finanzen und auch um die Werte. Weil er macht schon Gedanken über seine berufliche Situation, über seine Finanzen, auch was ist für ihn wertvoll oder wer ist für ihn wertvoll. Seinen Gefühlen sehen wir hier, er wird Erfolg haben. Er plant etwas, er weiß es auch und es kommt ein Neuanfang. Ist es vielleicht noch nicht sichtbar oder greifbar? Er lernt noch etwas bei diesem Geschehen, aber er hat dieses Vertrauen, er wird Erfolg haben. Und hier sehen wir Justitia und vertritt die Gerechtigkeit. Er vertritt auch die Gerechtigkeit und er möchte auch seine Rechte haben. Er braucht auch die Balance, die inneren Gleichgewicht. Er liebt dich und das wird er auch mitteilen. Und in seinen Augen bist du hier die Königin. Und als Königin herrschst du auch über die Finanzen. Und das bedeutet auch die Werte und auch Wertschätzung. Und hier bei ihm, er als König vertritt das Feuerelement. Und das zeigt seinen Mut und seine Kraft. Aber er steht auch zum Werten. Und von ihm kommt Liebe und Wertschätzung. Es sind noch Hindernisse da. Ihr befindet euch auch in einer Übergangsphase, aber er schafft es, die Hindernisse aus dem Weg räumen. Und schauen wir die nächsten Karten an. Er befindet sich in einer Wandlung. Und die Lilien hat einen Einfluss auf die Geschehen und das zeigt Reinheit. Er reinigt seinen Gedanken und Gefühlen. Und er möchte mit dir auch etwas klären, bereinigen. Er als König über die Feuerelement. Es sind noch Hindernisse im Weg. Das sehen wir hier auch. Aber er schafft es. Er hat die Kraft dazu, die Hindernisse aus dem Weg räumen. Sein Erfolg. Er hat die Kraft. Und mit dieser Kraft kann er sich ganz gut behaupten. Und die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeiten. Die Ungerechtigkeiten gehen zum Ende und er schafft, weil er setzt sich ein für Gerechtigkeit. Kann auch sein, er befindet sich in einer Erbschaft und da erlebt Ungerechtigkeiten. Was muss er lernen? Auf seinen Gefühlen hören. Welche Hindernisse habt ihr? Die Verlustangst. Du hast Angst,
die Sicherheit, Stabilität verlieren, du hast Angst, ihn zu verlieren, umgekehrt ist auch so. Er hat auch Angst, dich zu verlieren. Du als Königin hast du Glück. Bewahre diese königliche, stolze Haltung und eure Liebe. Kommen plötzliche, unerwartete Ereignisse. Das kann sein, dass er bis jetzt verschlossen war, aber plötzlich, unerwartet, kommt entgegen und zeigt seine Liebe. Sein Gegenwart ist noch die Wolke da. Etwas ist noch undurchschaubar, also Hindernisse gibt es noch. Er muss auch noch was lernen, etwas zu Ende bringen, aber kommen plötzliche, unerwartete Ereignisse, kommt entgegen, kommt Wertschätzung und Liebe. Und dein Gegenwart? Dieser Kreuz stärkt dein Glauben. Kann auch eine karmische Liebe sein, karmische Themen, schicksalhafte Begegnungen und Neuorientierung, weil du erreichst gerade in dein Lebensweg diese Kreuzung und wirst neu orientieren. Und das war diese allgemeine Legung. Wenn euch diese Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr das liked oder meinen Kanal abonniert. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera.